Tag zusammen, wir beginnen die Stunde. Мы начинаем урок. Unser Thema heißt «Wie heißen meine Familienmitglieder?» Наша с вами тема называется «Об именах моих родственников». Das Familienmitglied bedeutet «член семьи, родственник». Здесь вы учитесь называть имена членов своей семьи и родственников и спрашивать, как кого зовут. Zuerst machen wir kleine Wiederholung. Сначала у нас будет небольшое повторение. Wählt. Heiße, heißt oder heißen. Выберите верную форму глагола heißen. Stopp das Video und mach die Aufgabe. Prüft. Проверьте. Gut. Jetzt liest. Und schreibt. Прочтите и напишите, как кого зовут. Stopp das Video und mach die Aufgabe. Prüfen wir. Проверим. Schön. Jetzt hört und liest den Dialog. Прослушайте Dialog. Die ganze Familie. Meine Mutter heißt Bettina. Meine Mutter heißt Regina. Mein Vater heißt Michael. Mein Vater heißt Daniel. Mein Bruder heißt Christian. Mein Bruder heißt Sebastian. Mein Opa heißt Dietrich. Mein Opa heißt Friedrich. Meine Oma heißt Ottilie. Nun, das ist die ganze Familie. Gut. Jetzt lesen wir den Dialog mit den verteilten Rollen. А теперь прочтем этот диалог по ролям. Ich bin Tom und du bist Tina. Я читаю за Тома, а ты читаешь за Тину. Die ganze Familie. Meine Mutter heißt Bettina. Mein Vater heißt Michael. Mein Bruder heißt Christian. Mein Opa heißt Dietrich. Meine Oma heißt Ottilie. Gut. Jetzt ergänzt. Stopp das Video und ergänzt die Sätze. Das ist Übung 1c auf der Seite 85. Мы выполняем упражнение 1c на странице 85. Остановите видео и дополните предложение. Prüft. Проверьте. Schön. Jetzt hört und liest die deutschen Familiennamen. Прослушайте. Das ist Übung 2 auf der Seite 86. Это упражнение 2 на странице 86. Schmidt. Schneider. Fischer. Becker. Schulz. Wagner, Schäfer, Hader, Meier, Koch, Schröder. Jetzt stoppt das Video und liest selbst. А теперь прочтите сами. Schön. Wer ist auf den Bildern? Das ist Übung 3a auf der Seite 87. Это упражнение 3a на странице 87. Посмотрите на рисунки. Кто на них изображен? Jetzt liest die Vornamen und antwortet.
А теперь прочтите имена и напишите, кто есть кто. Das ist Übung 3b auf der Seite 87. Это упражнение 3b на странице 87. Jetzt prüft. Проверьте. Schön. Jetzt ergänzt. Was sagt Hans? Das ist eben 3c. Это упражнение 3c. Дополните. Что говорит Hans? Stopp das Video und schreibt. Prüft. Проверьте. Gut. Hört weiter über Evelyns Familie. Worüber erzählt Evelyn? Прослушайте о семье Evelyn. О чем она рассказывает? Das ist Übung 12a auf der Seite 91. Это упражнение 12a на странице 91. Die Frauennamen beginnen in meiner Familie mit dem E. Ich heiße Evelyn. Meine Omas heißen Elisabeth und Erika. Meine Mutter heißt Eleonore. Meine Schwester heißt Eva. Meine Tanten heißen Esmeralda und Erika. Die Männernamen sind verschieden. Der Vater heißt Franz. Der Bruder heißt Paul. Meine Opas heißen Oliver und Peter. Mein Onkel hat einen lustigen Namen. Er heißt Augustin. Gut. Jetzt machen wir eben 12b. А сейчас выполним упражнение 12b. Schreibt alle Namen in die Tabelle. Сначала перенесите таблицу в своей тетради, а затем дополните ее. Stopp das Video und mach die Aufgabe. Jetzt prüft und lies die Namen vor. А сейчас проверьте и прочтите имена вслух. Gut, das ist alles für heute. Danke für die Arbeit. Auf Wiedersehen. На сегодня все. Урок окончен. До свидания.